Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Survival in den unweiten Tiefen. Wir müssen immer noch Silbererz finden, wo ich immer noch nicht weiß, wo. Wir schauen einfach mal. Irgendwo wird sich schon was finden. Wir werden ein paar Höhlen abklappern in dieser Folge, gehe ich mal von aus. Ich drücke mal die Renntaste, aber es bringt halt einfach nichts. Wie bei Breath Edge halt einfach so... halt diesen Nitro zu benutzen, also diesen Düsenantrieb, den haben wir ja noch nicht. Ich meine, wir könnten uns so einen Gleiter bauen. Aber ich würde jetzt gerne erstmal gucken, Silbererz. Was ist das hier? Salzablagerung. Ich nehme jetzt wirklich nur die Ressourcen mit, die wir brauchen. Oder was wir suchen. Salzablagerung. Kann ich das scannen? Nein. Ja. Ich meine, im Prinzip können wir ja weit schwimmen. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht zu tief, dass wir auch immer wieder nach oben kommen für den Sauerstoff. Das wäre halt interessant. Oder wichtig. Das Zurückschwimmen wäre, glaube ich, jetzt nicht so das Problem. Kupfererz. Ja. Warte mal, was brauchen wir jetzt nochmal? Wir brauchten... wo ist es denn? Achso, Kabelsatz, ne? Wo ist der Kabelsatz? Da. Silbererz. Silbererz. Ich hab das schon wieder vergessen. Es tut mir leid. Tut mir leid, dass ich so ein Kurzzeitgedächtnis habe. 30 Sekunden. Titan. Ja, ja. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das richtig spiele, aber kann man eigentlich ein Spiel richtig spielen für sich? Also, ich spiele das natürlich, wie ich das für richtig halte. Jeder andere wird natürlich für sich das richtig spielen und vielleicht schon alles wissen und keine Ahnung, du, der dich gerade fragt, oh mein Gott, ist der blöd. Ja, tut mir leid, dass ich das Spiel nicht perfekt beherrsche. Sorry. Aber es ist nun mal manchmal so, man muss halt suchen, man muss gucken, das sind nun mal bei den Survival Games, ist das nun mal so... Ich kann nicht alles wissen. Du kannst auch nicht alles wissen. Wenn du alles weißt, dann schön. Aber... ja. Boah, ich will nicht so tief. Wir sind schon... boah Gott, 50 Meter. Das ist nicht gut. Das dauert halt, bis wir wieder auftauchen. Wir sollten also nicht zu tief tauchen. Oh Gott. Oh Gott, was ist das denn? Geh weg. Lass mich. Okay. Wo finden wir diese Silberablagerungen? Sind die in Höhlen? Sind die nicht in Höhlen? Ah, Metallschrott haben wir noch nicht gescannt. Machen wir mal. Was? Gott. Puah, lass mich, lass mich. Muss ich scannen, komm her. Oh Gott. Ah, guck mal, die klauen Sachen. Ne. Ne. Die klauen Sachen. Wie gemein. Ja. Wie gemein, die klauen einfach so Metallschrott und so ein Kram, bringen das woanders hin. Das ist ja gemein. Wo finden wir die Silbervorkommen? Sind die auch in so einem Gestein? Sind die irgendwie extra? Kupfererz. Und diese Geräusche sind halt echt cool gemacht, also ein richtig tolles Spiel. Was ist das hier? Kreaturenei, okay.
Ich würde tatsächlich nochmal eine Höhle erforschen. Alter. Dieses Vieh, ne? Verfolgt mich doch, oder? Es will doch irgendwas von mir. Was ist hier? 30 Sekunden. Ja! Ja! Diese Höhle erforschen wir gleich, dann können wir Schwefel mitnehmen. Schwefel ist, glaube ich, weiß nicht, ob es wichtig ist, aber ich nehme es mal mit. Was wir haben, das haben wir. Oh, dieses Vieh! Ja, hau bloß ab! Ich habe ein Messer! Ich werde es benutzen! Jetzt haut er ab, Feichling. Also unser Schatten, das sieht ja witzig aus. Hui! Titan. Das ist wieder so ein Ei, ne? Kreaturenei, der ist ja irgendwo geplatzt. Das ist Quarz. Wo ist der denn gerade geplatzt? Der muss ja irgendwo Schwefel hinterlassen haben. Der junge Mann, der uns gerade wieder zum Explodieren... Ach, da oben. Schwefel nehme ich mit. Aber immer noch kein... 30 Sekunden. Kupfer. Oder muss ich... Nee, Kupfer haben wir doch mitgenommen, oder? Oder müssen wir das vielleicht doch auch erst... Ich bin mir nicht sicher. Silber. Aber Silber wird ja nicht aus Kupfer hergestellt. Das ist ja Quatsch. Das wäre ja totaler Quatsch. Also jetzt vom rein logischen, ne? Warum soll Kupfer dann Silber werden? Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt... Das wäre halt totaler Blödsinn. Silber! Silber! Oh Gott, wir haben kaum noch Leben. Eine Bombe und wir sind down. Ich hoffe, hier explodiert keiner. Das heißt, wir düsen zurück. Wo ist unsere... Da. Ich frage mich, wie weit das angezeigt wird. Das wird doch irgendwann wahrscheinlich so sein, dass wir es irgendwann nicht mehr angezeigt bekommen, oder? Naja. Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Ja, ja. Das machen wir auch als erstes. Erstmal machen wir ein Medipack. Was wir nehmen. Erstmal benutzen wir jetzt ein Medipack. Am besten sogar zweimal, würde ich sagen. Wir haben ja noch eins. Dann trinken wir was. Vital signs stabilizing. Ja, essen und trinken. Ich würde tatsächlich einmal Nahrung kochen. Oder herstellen. Und einmal essen. Wir haben hier zwar noch einen Nährstoffblock, das gibt Nahrung dazu. So, jetzt können wir ja theoretischerweise schon mal das herstellen, ne? Den Kabelsatz. So. Jetzt brauchen wir aber noch den Computerchip. Dazu brauchen wir Tischkorallen. Die wissen wir ja, wo die sind. Gold haben wir auch, Kupferdraht haben wir, glaube ich, auch. Können wir, wenn dann, zur Not auch herstellen. Kupferdraht haben wir, Gold haben wir auch. Die Tischkorallen, wie können wir die abbauen? Die haben wir ja schon gesehen. Das müssten ja die hier sein, oder? Oh. Einfach mit dem Messer. Ja, Ehre. Wie viel haben wir? 3 Stück. Reicht. Das ist ja super. Schön, dass das so gut klappt. Nein. Persönliches Werkzeuge, nein. Achso, Gold und Kupfer brauchen wir noch, genau. Gold und Kupfer. So, Inventar wieder voll. Ich würde mal den Essensbrocken da reinpacken. Boah, diese Sachen, ne? Ich glaube, ich würde die gleich mal loswerden einmal. Nein. Ressourcen, Computerchip. Blueprint acquired.
Ah, Batterie brauchen wir jetzt noch. Genau. Batterie müssen wir herstellen mit zweimal Säurepilz und Kupfererz. Pass auf. Ich drop mal eben hier die Sachen. Brauchen wir gerade nicht. Säurepilz haben wir hier. Ich glaube, zwei Stück waren das, oder? Ich schaue nochmal eben im Bauplan. Ach guck mal, erweiterten Kabelsatz haben wir jetzt bekommen. Zweimal Säurepilz, einmal Kupfererz. Eins, zwei. Haben wir Kupfererz bei uns noch? Ich schau mal. Nee, haben wir tatsächlich gar nicht mehr. Doch, einmal. Wir brauchen aber... Brauchen wir zweimal? Nein, einmal. Okay. Sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt den... Das Konstruktionswerkzeug. Konstruktionswerkzeug wurde zum Bau von Basen entwickelt, die extreme Umweltbedingungen aushalten können. Das haben wir jetzt auf der 5. Oder? Nee. Oh, Alter, ist das hell. Auf der 5 ist die Fackel. Ah! Okay. Wie funktioniert das? Oh, okay. Ja, nice. Leiter, lebensvollen Zuchtbehälter. Da ist der Spind. Ich hab's doch gewusst. Sonstiges. Gut. Ich würde tatsächlich sagen, wir brauchen auf jeden Fall einen Spind. Zweimal Titan, das haben wir. Eins, zwei. Notfall. Was? Explosion? A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state in T-minus 10, 9, was? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Was? Strahlung? Was? Was ist denn mit unserem Schiff passiert? Nein, wir werden nie wieder ins Schiff kommen. Wir haben ein was bekommen? Was für ein Strahlungs... Strahlungsschutzanzug, Gewebe und zweimal Blei. Oha. Wir haben, glaube ich, Gewebe, ne? Oder können, glaube ich, Gewebe herstellen, glaube ich, meine ich. Trotzdem würde ich gerne einmal... Was ist das Symbol da rechts? Ach so, eine Nachricht. Rettungskapsel 3. Lade unsere Koordinaten hoch. Wir stopfen einige Löcher in unseren Notfall-Segleiter. Also, wenn wir zu spät zum Treffpunkt kommen, keine Panik. Okay. Geologische Daten. Ja. Korallen. Ja, ja. Mach das mal alles weg. Ich hasse das immer, wenn da irgendwelche solche Dinge sind. Das kann man alles nochmal lesen, wenn man da Lust hat. Oder wenn wir irgendwas wissen wollen. Okay, gut, dann haben wir das auch. Da, Säurepilz, ja, interessant. Das ist ja alles, was wir gescannt haben. Das ist ja quasi zur Orientierung, was es hier für Lebensformen gibt, was für Ausrüstung, was der Strahlenschutz hier. Dieser Anzug schützt vollständig von der Auswirkung von Strahlung bei Land, See, Lee. Ich habe Land und See, habe ich zusammen gedacht im Kopf. Land, See und Weltraumerkundungen. Sicherheit bis zu 400 Sievert pro Stunde. Kompatibel mit allen US-Anzügen, Funktionalitäten. Geschmeidig. Der Strahlungsschutzanzug, eine notwendige Vorsichtsmaßnahme in einer verstrahlten Welt. Den sollten wir uns bauen. Weil wenn das schon so da steht...
Trotzdem würde ich aber gerne einmal gucken wegen dem Spinn. Das mit dem Spinn funktionierte gerade irgendwie nicht. Ich glaube, wir müssen, glaube ich, erst anfangen, anders zu bauen. Wir müssen bestimmt erst hier irgendwie so ein Segment oder so bauen. Ein Fundament. Wie baue ich denn ein Fundament und wo baue ich das hin? Baue ich das nach draußen? Boah, wie cool. Seek fluid intake. Ah, lol. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal. Ich würde das mal hier hinbauen. Kann ich das einfach hier hinbauen? Achso, ich muss... Nice. So. Cool. Nein, nein, nicht dich dekonstruieren. Ja, wir haben ein Fundament. Nice. Was können wir denn jetzt noch bauen? Da draußen? Achso, wir können Fenster bauen. Aber kann ich jetzt hier einen Spind drauf bauen? Wir brauchen Titan dafür, ne? Wir haben also eine Plattform, was ganz toll ist. Rettungskapsel. Oh. Okay. Dort können wir hin und uns die Sachen angucken, anhören. Tralala, pipapo. So, ich nehme mal ein paar Sachen mit zum Bauen. Vielleicht wird das unser erstes Lagersystem. Ah, da sind so Stelzen drauf. Alles klar. Nein, den Spind kann ich nicht anbringen. Da brauche ich bestimmt eine Wand für. Fundament. Verstärkung. Lithium. Lithium. Nein, Lithium ist bestimmt da. Hüllenstärke, das ist bestimmt eine Wand. Da brauchen wir Lithium für. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir Lithium her? Nein. Aber, hä? Er schwimmt durch das, also. Ich würde trotzdem nochmal ein Fundament bauen. Vielleicht einfach mal hier so. Warum geht's nicht? Was fehlt denn? Konstruieren. Ah, wir brauchen zweimal Blei, ne? Aber haben wir... Nee, haben wir nicht mehr. Nein. Uns fehlt Blei. Und wir müssen was trinken. Ganz dringend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir noch was zu trinken da? Nein, wir sollten... Nahrung hätten wir da. Okay. Ich guck mal wegen dem Blasenfisch... Da sehe ich welche schwimmen. Die würde ich mir mal eben schnell holen. Na, komm her. Das geht ja relativ flott. Das ist ja nicht... Die spawnen ja immer wieder nach anscheinend. Dadurch kriegen wir ja zu... Vielleicht sollten wir ein bisschen was im Voraus bauen. Also Nahrung halt herstellen. Wir haben jetzt natürlich auch eine lange Zeit erstmal ohne was... Also Nahrung und haben wir natürlich jetzt existiert. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir das jetzt vielleicht... Ja. Jetzt vielleicht wichtig, jetzt erstmal ein bisschen was herzustellen. Sonst sehe ich hier, glaube ich, keinen mehr, ne? Nee. Okay. Gut. Erstmal Wasser. So. Wie viel haben wir noch? Okay, 4 Stück haben wir noch. Ich würde noch einmal Wasser herstellen und dann essen. Gekochte Nahrung. Ich frage mich, ob das mit der Energie noch irgendwann so wird, dass wir da echt ein bisschen drauf achten müssen. Persönliches, was haben wir hier? Achso, den Strahlenanzug, genau. So. Dann lass mal was essen. Ach, okay, es gibt uns auch ein bisschen Nahrung, ein bisschen Wasser wieder. Wir haben gegessen, wir haben getrunken, wir sind fit wie ein Turnschuh. Und, ja. Das heißt, wir müssen ein bisschen Ressourcen farmen. Wir brauchen wieder Blei und so ein Kram.
Aus Metallschrott können wir ja Titan herstellen. Das ist ja nicht das Problem. Das heißt, wir müssen ein bisschen Metallschrott sammeln. Bisschen Titan. Okay, wir haben wieder eine Nachricht. Aber ich gucke jetzt erstmal nach Ressourcen. Dort sehe ich doch schon mal Metallschrott. Was wir doch schon mal mitnehmen. So, Titan habe ich mitgenommen. Eigentlich wollte ich... Oh Gott! Ernsthaft? Alter Schwede. Okay, das ist das... Okay, die spawnen nach. Der Schwefel war nämlich jetzt weg gewesen. Aber ist ja nicht schlimm. Oh. So. Wo haben wir denn hier noch Bleivorkommen und alles? Ist das dieselbe Höhle, wo ich gerade war? Da ist Quarz. Hua, nein, nein, nicht schon wieder. Gott, dieses scheiß Vieh. Geh mir das auf die Eier. Unglaublich. Mega nervig. Titan, aber immer noch kein Blei. Wo hatten wir denn Blei gefunden gehabt? Ich tauche da unten gleich mal hin. Vielleicht so ein Gleiter wäre halt super, damit wir ein bisschen flotter unterwegs, ne? Müssen wir mal gucken, was der kostet, wenn wir den bauen. Kupfererz, juhu. Das ist Salz, ne? Ja, nehme ich mal mit. Wir haben ja ein bisschen Platz im Inventar, so ist ja nicht. So. Blei war, glaube ich, in der Höhle. Das heißt, wir müssen nochmal eine Höhle finden. Ob man da wohl auch reinschwimmen kann? Das scheinen auf jeden Fall auch Höhlen zu sein. Okay, warte, ich tauche auf. Da ist noch ein Gestein. Ist es Titan? Ich soll es scannen. Ich mach's. Was soll ich denn hier scannen? Kann ich irgendwas scannen, was in der Nähe ist? Weil er zeigte mir das an. Kristall. Hä? Lol. Okay. Kupfer. Also diese Viecher, die sich explodieren lassen, die sind schon mega nervig, finde ich. Titan. Das ist Quarz. Wo war denn nochmal Blei gewesen? Und an Korallen war Silber, ne? Das müssen wir uns mal ein bisschen merken. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Naja. Gut, aber wir müssen ja, wie gesagt, abermals survivalen und müssen natürlich ums Überleben kämpfen. Da ist das nun mal ganz normal, dass wir halt auch nichts wissen, wie was funktioniert. Und wir müssen alles selber herausfinden, wo was ist, wo was sein könnte. Das ist Titan. Das ist Quarz. Wir waren hier schon mal, glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, wir waren hier schon mal. Da würde ich jetzt gleich einmal reingehen. So. Ich glaube, so ein Gleiter werden wir uns mal bauen. Also so ein... Das wäre, glaube ich, ganz toll. Das können wir mal machen. Das ist wieder Quarz, ne? Ist Quarz so wichtig? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht... Kupfer? Ist das Blei jetzt hier? Nee, ne? Das ist... Titan. Wie sieht Blei aus, ist die Frage. Hier kann man aber echt schnell die... Hier kann man aber echt schnell die, Orientierung verlieren in so einer Höhle. Wenn man nicht weiß, wo die Ausgänge sind. Ist das natürlich echt blöd. Inventar ist voll, was?
Tatsache. Ja, ja. Und kein Blei gefunden. Naja, egal. Was soll der Geiz? Ach ja. So. Dann würde ich sagen, schwimmen wir mal. Das heißt, der baut also auch nur dann auf, wenn du zwar die Ressourcen hast, aber nicht alles, oder was? Okay. Und den Rest musst du dann zusammensuchen. Na gut, ist ja nicht schlimm. Ich würde gerne einmal die Sachen verarbeiten. Also hier Metallschrott zu Titan. Weil Titan ist ja wohl so das A und O, was man wohl braucht. So. Gut, wir könnten Glas herstellen mit Quarz. Ja, ja. Kupferdraht können wir nochmal herstellen. Ja, Ausrüstung. Oh, Schwimmflossen. Schwimmgeschwindigkeit 15%. Ja, warum denn nicht? Da sage ich nicht nein. Kann ich die aufnehmen? Ich kann sie nicht aufnehmen. Warum? Weil Inventar voll? Wahrscheinlich. Oh Gott. Jetzt habe ich so viel Titan gebaut. Ja. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. Gut. For your safety, this setting cannot be overridden. Schöne Luftpumpe, Tauchflasche, ganz toll. Fackel können wir nochmal herstellen. So ein Seegleiter, aber ich weiß nicht, wie wir den unbekannt. Okay, Bestandteile unbekannt, weil warum? Ja, da müssen wir aber, glaube ich, irgendwas erst... Okay. Wasserdichter Behälter. Kleiner Behälter? Okay. Vielleicht sollten wir den mal herstellen. Vielleicht ist das so ein schwimmendes Lager. Ich stelle den mal her. Ich mache mal direkt zwei. Komm. Was warm haben wir. So, kann ich jetzt mit dem... Wir haben ja hier sowieso unsere Basis. Was kann ich mit dem Teil denn machen? Kleiner Behälter, der seine Position Wasser beibehält. Oh ja. Fallen lassen. Spinnt. Tatsächlich. Oh, warte mal. Kann ich den auch auf die Plattform legen? Wie einfach durch die Dings schwimmt. Ich würde gerne... Hallo? Warte mal. Kann ich hier... Kann ich das hier einfach platzieren? Manchmal irgendwie, manchmal schwimmt er irgendwie durch die Sachen. Ah, das geht. Das ist ja super. Oh, das ist mega. Das ist mega. Da kann ich wenigstens ein bisschen was einlagern. Okay, der ist voll. Das ist ja mega. Okay, gut. Dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Lagersystem. Und schon mal ein bisschen was gesehen vom Bauen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's spannend weiter bei Subnautica. Da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also, macht's gut. Tschüss.